Ich blende euch mal ein Bild ein, wo die Polizei hier im Haus war und vielleicht erkennt ihr den Raum wieder, wo wir damals noch mit der Polizei waren. Ich muss bestimmt ein bisschen was pixeln, aber ich glaube, dass es relativ klar ist. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der dritte Teil von Hilfe, ich habe ein Haus geerbt. Ein Horrorhaus. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich habe mich mega gefreut, wie gut die letzten zwei Teile bei euch angekommen sind. Ich verlinke euch die Videos hier oben nochmal, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich bin jetzt zurück im Haus und ich zeige euch jetzt mal, was wir alles schon in den letzten... in der letzten Woche geschafft haben. Es sieht hier schon ein bisschen anders aus. Zugegeben, ich dachte, es wäre leerer. Wir haben insgesamt 2 Tonnen Zeugs rausgeholt, verschenkt, gespendet. Weiß der Geier was. Und ich bin heute wieder da, denn heute müssen wir den Rest entrümpeln. Und ich bin gespannt, ob wir alles wegkriegen. Ich persönlich, ja. Ich persönlich glaube, dass wir es noch nicht ganz schaffen. Aber wir werden mal sehen, was wir so hinbekommen. Mit am Start sind nachher wieder mein bester Freund und Maxim, der kommt heute auch noch vorbei und dann helfen sie mir. Es ist jetzt, hier sind keine Uhren mehr, so 6 Uhr morgens, denn um 6 Uhr kommt der Container und deswegen dachte ich mir, ich fange schon mal an ein bisschen zu drehen und ein bisschen durchs Haus zu laufen, um euch zu zeigen, was wir schon alles geschafft haben. Beim letzten Video hat man so Bruchteile schon gesehen, aber wir waren so fertig, Ich befinde mich jetzt hier oben im 2. Stock, der schönste Stock, wie ich persönlich finde. Und da ist heute Tatsache auch die meiste Arbeit. Ich zeige euch mal, wie es jetzt hier aussieht. In der Küche, wir erinnern uns, wie sie vorher aussah, haben wir jetzt die Elektroartikel gesammelt. Aber ansonsten ist alles wirklich komplett leer. Ja, so viel zur schönen, sauberen Küche. Es sieht schon so viel besser aus. Dann kommen wir in die Galerie, beziehungsweise in den 2. Stock. Und hier seht ihr schon die ganze Kleidung, die wir aus den Schränken rausgeholt haben. Die haben wir hier schon mal deponiert. Aber das fällt sofort auf. Hier war ja alles voll mit Tüten, Kisten, keine Ahnung. Das ist alles weg. Der Boden war auch zeitweise frei, aber, und das ist das Problem, weil dieses Fenster kaputt gegangen ist bei unserem, eigentlich haben wir nichts gemacht. Wir haben einfach nur das Fenster geöffnet und dann ist uns dieser Griff entgegengekommen und das musste halt sofort repariert werden. Ansonsten wäre hier ein Wasserschaden entstanden, weil eine Nacht später hat es geregnet. Ist ja auch egal, wir mussten hier ein bisschen nochmal alles vorziehen und deswegen ist es wieder ein bisschen voller, aber ich glaube, und hier die Ecke, man sieht sie ja wieder, wir haben wirklich extrem viel geschafft, was hier weg ist. Wenn wir jetzt in den nächsten Bereich gehen, das ist ja hier so ein offener Bereich, dann sehen wir hier, die Elektroartikel sind noch da, die gehen auch nicht so einfach weg. Aber wenn man hier einfach mal so die Kamera schwenkt, ist es halt wirklich schon extrem leerer geworden. Also aus meiner Sicht sieht das wirklich, wirklich schon gut aus. Wir haben wirklich eine Menge geschafft. Aber das große Problem, das kommt noch, nämlich da oben. Warte, ich zeige euch das mal. Hier oben geht ja die Treppe hoch. Und man glaubt es nicht, aber da oben in der Galerie, da erwartet wirklich noch richtig viel Arbeit. Und im Schlafzimmer. Ich gehe mit euch noch mal kurz ins Schlafzimmer, denn da haben wir halt wirklich auch wieder sehr, sehr sperrige Möbel. Und das wird, Freunde, das wird noch mal echt ein Haufen Arbeit. Die Sonne ist schön hier. Ja, und das ist das Schlafzimmer. Das ist, wie gesagt, noch so im Ursprung, aber auch hier sieht man, sind die Schränke schon richtig, richtig leer. Bitte, bitte lass den Schrank leer sein. Ja, es ist hier alles wirklich schon leer. Hier muss halt einfach nur zerlegt werden. Also man sieht, hier haben wir auch schon ordentlich und fleißig rausgeholt. Aber, und das ist das Problem, diese riesengroßen Schrankwände, die Möbel, die Betten, das möchte keiner mehr haben. Wir wollten dieses Bett hier verschenken, aber wenn ihr euch hier mal die Seite anschaut, hier ist die Lampe kaputt. Hier unten ist das Gestell kaputt. Das möchte halt einfach auch keiner mehr haben. Ne? Also man kann halt auch wirklich sowas einfach nicht verschenken, sondern man muss es einfach nur teuer entsorgen. Ich finde das schön, wie die Sonne morgens hier ins Schlafzimmer reinkommt. Wow. Ich glaube aber, der größere Bereich, der viel, viel mehr Arbeit macht, ist
die Galerie, deswegen gehen wir jetzt da mal hoch. Vorsicht, Kopf einziehen, Danny. Hier ist wirklich noch richtig viel Arbeit. Das ist jetzt die Galerie quasi vom zweiten Stock nochmal in den dritten. Man könnte es auch Dachboden nennen. Auf jeden Fall ist hier halt wirklich noch richtig, richtig viel. Ich schwenke einmal die Kamera. Babam. Und das wird nochmal richtig Arbeit werden. Das wird Tatsache heute mit auf dem Programm stehen. Und ich glaube, das wird uns auch sehr lange beschäftigen. Wir sind ja schon ein eingespieltes Team, aber trotzdem ist hier echt noch wirklich viel zu tun. Das Schöne ist, die ganzen Akten, das sind alles leere Sachen. Das heißt, da muss gar nicht so viel geschleppt werden. Aber dennoch, dieser Schrank hier ist noch richtig voll. Und hier haben wir auch noch nichts weggenommen. Die CDs, alles nur Kopien. Also auch nichts, was wirklich Wert hat. Und hier sind wir nochmal im Schrank. Vielleicht findet man ja hier noch was. Hier haben wir tatsächlich noch gar nicht so wirklich reingeguckt. Oh, was haben wir hier? Hallo, Biene. Ich finde so alte Häuser wirklich gruselig, ne? Aber hey, schöne Aussicht von hier oben. Ja, also ihr seht, hier oben im zweiten Stock ist noch richtig viel zu tun. Ich hätte mir gewünscht, dass es weniger ist, aber was soll man machen? Wir sind jetzt auf der Terrasse. Einfach mal ein bisschen frische Luft schnappen. Ich finde das so lustig, ne? Ihr könnt das jetzt noch nicht sehen, aber die Straße, die ich gesperrt habe, die ist nicht mehr gesperrt, die ist jetzt wieder neu gesperrt, aber das alte Straßensperrschild, das ist da immer noch. Ich finde den Blick in den Garten echt einfach nur wirklich schön. Und ich bin froh, dass der eine Anwohner hier sich um den Garten kümmert, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich wohl ein richtiges Problem, ja. Tja, so viel zum zweiten Stock. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zusammen runter in den ersten. Da zeige ich euch mal auch, was wir geschafft haben. Es ist wirklich krass, wie viel Zeugs schon weg ist. Ich finde, auf dem ersten Blick sieht das gar nicht hupala so viel aus. Aber wenn man denn den Bereich betritt, es ist wirklich viel. Ihr erinnert euch hier in diesem kleinen Flur, der stand wirklich voll mit so einem Tisch und mit so einem Schrank. Das ist hier alles weg. Hier haben wir so ein bisschen Müll gesammelt. Ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig, dass hier das nicht alles rumfliegt. Hier haben wir die große Flügeltür geöffnet und jetzt gehen wir mal zuerst in die Küche, die halt auch wirklich schon richtig leer geräumt ist. Die Schubladen sind leer, die Schränke sind leer, die Lebensmittel, die man noch verwenden konnte, die haben wir verwendet. Also wir haben jetzt noch nicht gekocht, aber die haben wir hier erstmal rausgenommen. Aber das ist schon mal wirklich schön. Und wenn man jetzt hier in den Flur geht, hier hört man schon, schallt die Stimme so ein bisschen. Hier war der große Schrank, der ist inzwischen weg. Und wenn man hier in dieses Zigarrenzimmer geht, wird man auch feststellen, hier gibt es auch gar nicht mehr viel. Schrank ist weg, Schrank ist leer, ausgeräumt, vorbei. Im Wohnzimmer hat sich auch wirklich was getan. Ich meine, es liegen hier extrem viele Akten und Unterlagen rum. Dennoch schaut es euch mal an, was wir hier schon rausgeholt haben. Auch hier seht ihr wieder großer, sperriger Schrank, aber es ist auch wirklich alles komplett leer. Außer die Unterlagen und die Elektrogeräte. Das ist halt ein bisschen schwierig, die kriegt man halt einfach nicht so einfach weg. Badezimmer ist komplett entrümpelt. Hier ist einfach gar nichts mehr und deswegen schreit es hier auch wieder so. Und hier in dem Zimmer ist auch wirklich nicht mehr viel. Wir haben hier noch das Bett beim letzten Mal auseinander gebaut und dann haben wir halt hier noch leere Schränke. Oh, da bin ich. Hier haben wir noch leere Schränke und noch ein bisschen Elektrozeugs. Aber das ist halt wirklich alles nicht viel. Das hält sich im Rahmen und so einen großen Schrank kann man relativ schnell auch denn zerlegen. Viele von euch haben mir geschrieben, was ist denn jetzt diese gruselige Geschichte zu dem Haus? Und ich habe immer verwiesen auf ein Buch, welches ich geschrieben habe, Sarah, wo wirklich eine Menge passiert ist. Und die Zuschauer, die Sarah gelesen haben, ja, die haben mir denn geschrieben, oh mein Gott, was ist denn da passiert? Habt ihr denn die Polizei gerufen? Ich blende euch mal ein Bild ein, wo die Polizei hier im Haus war. Und vielleicht erkennt ihr den Raum wieder, wo wir damals noch mit der Polizei waren. Ich muss bestimmt ein bisschen was pixeln, aber ich glaube, dass es relativ klar ist. Und das war genau hier. Dort stand der Tisch und hier ist die Flügeltür. Jetzt ist sie offen. Damals war diese Seite noch zugeklappt und da stand dann der Polizist. Hier saß der Polizist und hat die Anzeige aufgenommen. Ja. Ich sag euch ehrlich, das war damals schon eine richtig krasse Zeit. Und wenn ihr dieses Bild so seht und dann könnt ihr euch ja auch vorstellen, dass hier wirklich eine Menge in diesem Haus passiert ist. Es gab bei den letzten zwei Videos viele Kommentare, dass ich respektlos mit den Hinterbliebenschaften meiner Verwandtschaft umgehe und. Ich fand das sehr anmaßend, denn würde ich bei jedem Teil hier im Haus irgendwie
ja, große Emotionen haben oder darüber nachdenken, wem war das Gerät, das Teil, das Produkt wirklich mal wichtig und muss ich damit anders umgehen? Ich glaube, da würde ich ewig lange brauchen, um hier bei diesem Haus irgendwelche Entscheidungen treffen zu können. Und das ist halt einfach nicht so mein Ding. Also, ich weiß nicht, ich bin da emotional, glaube ich, ein bisschen abgehärtet, weil ich mir einfach sage, ey, dieses Haus hat mir so viele schlaflose Nächte bereitet. Und glaubt mir, als ich letztes Jahr hier mit der Polizei war, hätte ich mir etwas ganz, ganz anderes vorstellen können. Das war noch kurz vor Weihnachten, also November, Dezember. Und der Dezember war ganz im Zeichen dieses Hauses. Und es hat wirklich lange gedauert, das alles so ein bisschen zu verarbeiten, hinunterzuschlucken und zu sagen, okay, das ist eine Geschichte, das ist nicht meine Geschichte. Und es ist jetzt einfach nur ein Teil meiner Geschichte geworden und hoffentlich das Positive dieser ganzen Sache. Falls dich diese Geschichte auch interessiert, beziehungsweise dieses dunkle Kapitel dieses Hauses, ich habe euch das Buch selber hier auch nochmal unter diesem Video verlinkt. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen in meinem Buchshop. Vielleicht ist ja auch da was anderes dabei, was euch interessiert. Aber ich finde, die Kommentare von den Zuschauern, die die Videos gesehen haben und die das Buch gelesen haben, die waren wirklich interessant, denn ganz viele Zuschauer konnten sich die Situation hier, als ich ja im Dezember, November in das Haus zum ersten Mal gekommen bin und dann Dinge gefunden habe, wo ich mal dachte, oh mein Gott, viele Zuschauer konnten sich das so gut bildlich vorstellen und es hat mir persönlich wirklich viel Spaß gemacht, diese Sache mit euch zu teilen, weil es ist für euch auch wirklich spannend, ein bisschen gruselig, aber auch spannend und das ist das Gute, die Zuschauer haben ja auch die nötige Distanz zu den Dingen, die hier passiert sind, kennen mich aber durch meine vielen Videos relativ gut und dadurch entsteht halt einfach ein ganz, ganz spannendes Bild und man kann sich in dieses Buch viel mehr hineinversetzen. Ja, außerdem hilft mir der Verkauf des Buches natürlich auch dabei, das hier alles in irgendeiner Form zu finanzieren. Mir ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass ich oder Maxim oder mein bester Freund mit den Dingen hier im Haus im respektlos umgehen, sondern dass wir halt wirklich versuchen, mit dem nötigen Abstand, das hier alles in irgendeiner Form geregelt zu bekommen. Viele, viele Zuschauer hatten dafür auch wirklich Verständnis und ich habe da auch ein Statement zu geäußert in meinem letzten Video. Unter den Kommentaren habe ich was geschrieben und da stehe ich halt einfach auch zu. Ja, auf jeden Fall fangen wir jetzt gleich mit der großen Arbeit an und dann wird es nochmal ein Video definitiv geben, wie das Haus denn leer aussieht. Ich hoffe, 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 dass wir heute alles hinkriegen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, ob wir es schaffen oder aber ob ihr sagt, keine Chance, Danny, ihr braucht noch eine Runde. Heute ist nur ein Container bestellt, da passt nochmal 2 Tonnen ja, Zeugs rein und wenn der voll ist, hoffentlich heute Abend, dann können wir hier ein großes Fazit ziehen. Ich glaube, der Goldschatz, den finden wir nicht mehr. Freunde, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das könnt ihr hier unten tun. Und vergesst nicht, die kleine Glocke zu aktivieren, weil dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es neue Videos gibt. Ich lade 3-mal in der Woche hoch, manchmal sogar 4-mal, je nachdem, wie die Sonne steht. Und freue mich, euch wiederzusehen und euch in den Kommentaren zu lesen. Viel Spaß, haut rein und tschüss!